meines Bachelorarbeit essen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video in dieser Woche. Ich fange auch direkt an. Es wird nicht der übliche Vlog, sondern ein sehr themenspezifischer Vlog. Wo fange ich denn überhaupt an? Mir war das teilweise ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen, aber letztendlich denke ich mir nur so, warum sollte es mir unangenehm sein, denn that's life und so ist das manchmal. Wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, wisst ihr vielleicht, dass ich letztes Jahr insgesamt um die 12 Kilo abgenommen habe mit einer Ernährungsumstellung nach meiner ganzen Lipödem-Sache. Ich verlinke euch entsprechende Playlists, bitte guckt euch alles an, da ist wirklich alles doppelt und dreifach erklärt, abgeklärt. Genau, habe ich das Ganze mit WW gemacht. Habe dann auch im neuen Jahr wieder neu angefangen. Das war dann, ja, ging dann für so 2 Monate ganz gut. Und irgendwie so Richtung Februar, März ging es mir, wie glaube ich auch gefühlt dem ganzen Rest der Bevölkerung, nicht allzu gut mental. Das war jetzt auch nichts Dramatisches. Einfach so die ganze Corona-Situation, alles war so auswegslos. Dann waren die Leute alle extrem gereizt. Leute in meinen DMs waren extrem gereizt. Hatte es mit irgendwelchen Hatern zu tun, die wirklich nichts zu tun haben. Auf jeden Fall habe ich da dann irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt gerade ehrlich gesagt nicht noch zusätzlich WW machen. Life is hard enough, so ein bisschen. Einfach weil so ein bisschen die Motivation gefehlt hat. Und irgendwie hat der Erfolg so ein kleines bisschen stagniert. Kann natürlich immer viele Gründe haben. Ich habe halt auch mich kaum bewegt, weil es war halt irgendwie Winter und mein Tanzstudio hatte zu. You know how it is. Bin ich immer bei einem gewissen Gewicht stagniert. Und ganz wichtig vorweg, Gewicht ist nicht alles, sondern eigentlich eher das Wohlbefinden. Und ich habe halt dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal kein WW mehr und habe einfach Bock gehabt auf diverse Sachen, die ich essen wollte, die man grundsätzlich auch während WW essen kann, aber dann natürlich, wenn man Erfolge sehen möchte, sollte man die dann vielleicht in Maßen essen. Ich war dann auch ehrlich gesagt viele, viele Wochen lang happy und habe mich trotzdem sehr wohl gefühlt in meiner Haut, obwohl ich mich schon nicht so gut wieder ernährt habe. Guck bitte einfach das andere Video. Ich habe so Angst, dass ich Leute trigger, die das vielleicht noch nicht oder die das zum ersten Mal hören. Auf jeden Fall muss ich halt aufgrund meiner Krankheit, meines Lipödems auch eben auf mein Gewicht achten und ein bisschen auf meine Ernährung achten, damit ich nicht mit starken Gewichtsschwankungen irgendwelche Trigger löse oder so. Auf jeden Fall bin ich jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr so 100% happy und nicht mal zu 100% zufrieden mit mir. Ich sag jetzt mal sehr kalorienreiches Essen macht mich nicht mehr so happy, wie es das im März getan hat. Und ich weiß ja auch, dass es nicht mehr gesund ist, wie ich mich ernähre. Es ist nicht gesund, jeden Tag Toast mit Nutella zu essen zum Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt wieder WW ab heute. Und ich nehme euch in diesem Video so ein kleines bisschen mit, wie so eine erste Woche WW bei mir aussieht. Das Coole ist, deswegen gucke ich auch gerade auf die Uhr, gleich geht mein Tanztraining los. Die Tanzstudios haben wieder auf seit so 1 bis 2 Wochen. Oh, ich freue mich so. Gegessen habe ich heute Morgen so ein Skier-Joghurt-Dings mit Granola. Und eben habe ich mir noch eine Runde Couscous gemacht. Couscous-Salat kann ich euch hier mal einblenden. Außerdem habe ich heute auch schon mit meiner Ernährungscoach, WW-Coachin Ingrid gesprochen. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Revue passiert und was so der Plan ist, was der Schlachtplan ist. Haben ein bisschen überlegt, was man so für Rezepte ausprobieren könnte die nächsten Tage. Das kann ich euch jetzt auch gerne noch mal kurz zeigen. Hallo! 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 Ja. Sorry, ich habe gerade noch fertig gekaut. Das Gute, dass du sagen kannst, ich glaube nicht, dass du gar nicht mehr an WW gedacht hast und dass du dennoch deine neu erlernten Routinen weitergelebt hast und jetzt sagst, okay, und ich steige wieder ein und es ist kein Thema. Das habe ich halt, auch die letzten Vlogs habe ich jetzt immer weniger Essen gezeigt, weil ich habe dann halt auch, zum Beispiel war das dann so, letzte Woche einfach, weil ich unterwegs war und dann dies und jenes und hat man halt mehrmals die Woche Pizza gegessen. Früher, oder wenn ich WW mache, ist es immer so, dass ich dann eher, weißt du ja,
Lieblingsessen. Das ist dann, das zelebriere ich richtig. Dann gehe ich aber auch wirklich nur zu der besten Pizzeria der Stadt, hole mir nur da eine Pizza und nicht so, naja gut, der Rest bestellt jetzt was, dann bestelle ich halt eine Pizza irgendwie. Ja. Dann ist das nicht mal eine geile Pizza oder so. Ich glaube, ich würde auch eher normale Kartoffeln nehmen. Was ich jetzt auch die Tage nochmal probieren wollte, wäre sowas wie Ofengemüse, habe ich jetzt auch schon richtig lange nicht mehr gemacht. Oder Ofenkürbis, muss ich auch nochmal, vielleicht gibt es ja sogar Kürbis. Generell Lasagne ist ja immer ganz cool, weil man braucht da ja eigentlich echt immer wenig und kann da viel reinschummeln. Ansonsten bin ich sehr pumped und hoffe, dass euch das Video gefallen wird. Let's go, ich gehe jetzt in mein Tanztraining. Muss mich nur schnell umziehen. Einkaufen. Ich habe wieder ganz viel Skill gekauft, habe gerade, es ist schon mega spät einfach, es ist schon fast 11, aber ich habe auf jeden Fall gerade mein Essen fertig gemacht und beziehungsweise fast fertig. Es gibt Ofenkartoffeln mit Salat und ich mache mein Dressing immer mit ein bisschen Skier und irgendwelchen Kräutern und so. Kartoffeln wieder aus. Achso, und ich habe meinen Kühlschrank ein bisschen ausgemistet gerade, weil dann jetzt habe ich auch mehr Platz. Ich habe eine riesen Melone. Oh, die freue ich mich. Eigentlich müsste ich, solche Sachen muss man eigentlich direkt anschneiden, damit sie quasi ready sind, wenn man sie braucht. Aber ich mag das ganz gerne, warmes Zeugs mit Salat. Guten Appetit! Nom, nom, nom. Guten Morgen, es gibt wieder das gleiche Frühstück wie gestern. Wenn ich einmal ein Frühstück habe, das ich mag, dann esse ich das eigentlich auch gerne jeden Tag. Bin dann nicht so, dass ich jeden Tag Abwechslung brauche. Genau. Wieder mein Skier mit Mandelmus und Granola. Yum. So much fun! Okay, it's lunchtime, so um 3 Uhr mittags. Heute mal früh auf jeden Fall habe ich, ich weiß nicht, was ich gerade mit Couscous habe, aber eigentlich ist es richtig nice. Ich nehme quasi 50 Gramm Couscous, das ist eine Riesenschale, wie ihr seht. Und dann sind das 5 Punkte eben, macht mega satt und dann kann man da halt alles einfach schnell reinwerfen. Gerade mittags will ich jetzt eigentlich nicht ausgiebig groß anfangen zu kochen. Das kann man so nebenher machen, kann die Sachen schnibbeln und reinmachen. Heute habe ich den Couscous auch ja, mit Gemüsebrühe quasi quellen lassen. Fancyes ausprobiert. Ein Wassermelone-Feta-Couscous-Salat. Also Wassermelone und Feta, das ist eh die beste Kombi, falls ihr das noch nie probiert habt. Ihr müsst. Und dieses Mal habe ich da noch ein bisschen Weiß rein, den ich noch hatte. Und eben, ja, diesen Feta Light von Salakis. Das ist der geilste mit wenigen Punkten. Vorhin hatte ich sonst noch einen Eiskaffee. Im Prinzip wie mein normaler Kaffee, nur in kalt mit Eiswürfeln. Und zum Süßen nehme ich da dann immer Flüssigsüßstoff und so Vanilledrops. Normalerweise für meinen Kaffee nutze ich immer Zucker übrigens. Den nutze ich seit Jahren schon, auch ohne WW liebe ich den. Weil ich mag meinen Kaffee immer nur warm. Lol. Nee, süß. Im Warmen löst er sich gut auf. Das Einzige, was an meinem Kaffee quasi Punkte hat, ist die Hafermilch. Und da nutze ich einfach immer die hier von Alpro. Klar, die Barista von Oatly schmeckt ein bisschen geiler, aber man muss halt, oder ich habe damit kein Problem, da Abstriche zu machen. Das hat dann irgendwie, dann hätte mein Kaffee gleich 2 Punkte, wenn ich die andere Milch nehme, weil da halt Fett drin ist, damit es besser schäumt. Heute ist hier sonst Content Day und das esse ich jetzt schnell und dann machen wir noch ein bisschen was Produktives. Okay, it's dinner time und ich mache eine, ja, so ein Gemüseblech und habe grünen Spargel. Ich esse den weißen Spargel gar nicht. Ich hasse weißen Spargel, aber grüner ist ganz nice. Gerade wenn der so ein bisschen roasted ist. Und ich mache ganz gerne mein Gemüse einfach in so eine Schüttelbox. Mache dann gleich zu Gemüse, Gewürze und ein bisschen Öl. Sehr wenig Öl bei WW dran. Wieso schneide ich die so? Ich wollte die anders schneiden. Ich bekomme auch gleich Besuch. Dem Besuch habe ich einen Burger bestellt. Klar, das gehört ein Stück weit dazu. Man muss nicht immer verzichten. Ein Stück weit gehört es aber trotzdem natürlich dazu. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm. Das war jetzt alles recht spontan. Wäre das jetzt geplant, dann würde ich quasi das Essen jetzt irgendwie
über die nächsten Tage kompensieren. Ich habe dann meistens am Wochenende so eine Art Cheat Day. Ich habe zum Geburtstag ein großes Messer bekommen. Ich habe nur so kleine Gammelmesser. Auf jeden Fall mal ein bisschen anders mit einem richtigen Messer zu schneiden. Ach so, und es fragen immer super viele nach irgendwelchen Rezepten oder so Gewürzen und so. Und ehrlicherweise denke ich mal so, es ist nicht so selbsterklärend, macht nicht jeder das Gleiche da rein? I don't know. Das ist jetzt die Riesenschüssel. Das sollte auf jeden Fall auch bis morgen reichen. Wie gesagt, echt nichts Verrücktes. Am wichtigsten finde ich bei so Ofensachen für das Marinierte ist Paprikagewürz. Da mache ich auch immer extrem viel rein. Ich hoffe, ich habe noch eine Packung. Dann habe ich noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Knoblauch. Ja, Öl. Ich nehme jetzt einen Esslöffel voll. A little goes a long way. Ich finde, das ist halt so der Unterschied. Gerade Öl haut zum Beispiel richtig rein eigentlich. Und man tendiert immer so dazu, so schwupps, einmal einen halben Liter reinzumachen. Und ja, erst wenn man das mal trackt, weiß man, wie viel das ist. Ich glaube, ein Esslöffel sind alleine 3 bis 4 Punkte. Which is a lot. Aber das ist ja auch für heute und morgen. Tada! Hallo und guten Mittag. Auch wenn es Mittag ist, gibt es bei mir jetzt das Frühstück. Es ist 1. Ich habe extrem Hunger. Manchmal esse ich tatsächlich einfach erst sehr spät Frühstück. Ich weiß selbst nicht, warum ich manchmal so spät erst frühstücke. Aber ich trinke ja immer morgens meinen Kaffee. Das heißt, mein Magen ist nicht komplett leer die ersten Stunden. Heute mache ich mir mal ein anderes Frühstück, dadurch, dass es auch schon quasi Mittag ist. Nicht nur quasi. Ich mache mir eine Runde Rührei, also mit Toast und Käse. Das ist halt das Nice. Ich mache mir dann halt gerne echt sehr viel Rührei. Also ich bin auch eine Person, ich snacke halt einfach kaum. Also ich brauche das nicht. Klar, ich würde es wahrscheinlich machen, aber dafür habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, zu viel Disziplin und habe mir das irgendwie auch schon früher irgendwie so antrainiert. Auf jeden Fall brauche ich nicht immer Snacks. Eigentlich nie. Für mich sind die Snacks tatsächlich eher meine Kaffees. Also ich trinke morgens einen Kaffee, direkt nach dem Aufstehen, dann frühstücke ich und dann nochmal so am Vormittag einen Kaffee und am Nachmittag. Das sind so meine 2 Snacks und dazwischen halt 3 große Mahlzeiten. Das heißt, ich kann auch am Stück eine große Mahlzeit packen und bin dadurch dann halt auch lange satt. Also ich mache mir jetzt tatsächlich 4 Rühreier und 4 Eier. 0 Punkte, mega nice. Das Frühstück wird ein bisschen mehr Punkte haben durch das Toastbrot eben, aber das ist dann jetzt okay. Einfach weil es schon so spät ist, wahrscheinlich brauche ich dann gar kein Mittagessen mehr und habe dann einfach ein frühes Abendessen. Also vielleicht später nochmal, da würde ich dann vielleicht eher mal einen Snack machen. Ich will auch gleich noch die Melone schneiden. Mache das auch immer ohne Öl. Mit Butter und Öl ist es immer nicer. Not gonna lie, aber ich finde auch so ist es in Ordnung. Beschichtete Pfanne und, jetzt habe ich hier gerade Eier im Finger, aber ich liebe das Rührei-Gewürz von Just Spices und Gewürze haben ja 0 Punkte. It's great. Mache den Gasherd an, würze das und dann rühre ich das quasi, während es schon heiß wird und habe das dann quasi im Dauerrühren. So geht meiner Meinung nach das beste Rührei, dass man quasi das Ganze in Bewegung hält und ständig rührt. Tada! Das hier ist jetzt mein Frühstück slash Brunch. 4 Eier, eine riesen Schale Wassermelone, 2 Toasts und eine Scheibe Käse, die ich zerteilt habe. Zugegeben, natürlich hätte ich jetzt gerne lieber ein bisschen mehr Käse genommen, aber ich mache da das Ei drauf und dann ist es auch nice. Ich wollte gerade mal checken, wie viele Punkte das sind. So, der Käse hat insgesamt 2 Punkte, 2 Scheiben groß, oh, 6 Punkte. Ich muss wieder das kleine... Oh, 8 Punkte fürs Frühstück. Ja, jetzt, ich habe halt noch das Toastbrot da gehabt. Das sind halt große Scheiben. Auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt schmecken. Es wird Zeit für ein Update. Es gab dann tatsächlich kein offizielles Mittagessen mehr für mich, sondern ein
ja, eher frühes, etwas früheres Abendessen, / Mittagessen. Ich weiß, es ist nicht für jeden was und das ist auch absolut nicht WW-mäßig begründet, aber ich brauche manchmal auch nicht alle drei Mahlzeiten. Mir reicht es wirklich, wenn ich manchmal einfach nur spät frühstücke und dann manchmal ist es dann so eine Art Mittagessen, Abendessen. I'm so sorry, ich bin kein Vorbild in der Hinsicht. Manchmal esse ich dann halt um 10 Uhr nochmal was Kleines oder so. Also es kommt voll auf den Tag an. Ich habe dann eben die Marie besucht und wir haben zusammen quasi eine etwas WW-freundlichere Variante der berühmten TikTok-Feta-Pasta gemacht. Also einfach einen Light-Feta in die Form gemacht und der hat obviously Punkte, aber ansonsten die ganzen Tomaten und so haben alle keine Punkte. Knoblauch hat keine Punkte und ansonsten haben eben nur noch die Nudeln Punkte. Und da haben wir eben gehäckselte Karotten reingetan, quasi tatsächlich roh einfach in diese Backform reingemacht. Und dann halt noch drei Zucchini als Sudels gedreht. Und das ist ja eigentlich so, was WW halt so ein bisschen ausmacht, finde ich, für mich, dass ich halt so ein bisschen mehr Gemüse und so zum Sattmachen für das Volumen in meine Mahlzeit quasi schummle, weil es war trotzdem ein richtig geiles Essen. Ich habe einfach nur weniger Nudeln konsumiert. Später gab es noch ein bisschen Wassermelone. Ja, und dann ist es jetzt auch schon Donnerstag eigentlich. Zum Frühstück gab es tatsächlich einfach wieder den Skier-Joghurt. Und dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen zum Essen gehen. Zum einen war es heute relativ warm, deswegen hat mir das ein bisschen in die Karten gespielt. Ich habe mir einen Salat bestellt, einen Ziegenkäsesalat. Auch wenn es ein Salat ist, hat er dann tatsächlich auch trotzdem genug Punkte, einfach wegen so Ziegenkäsetalern oder da ist dann so Baguette dabei. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also das war trotzdem ein richtig geiles Essen. Ich wurde satt. Ich finde dann nicht, dass ich dann irgendwie wegstecken musste. Kommt immer so ein bisschen auf meine Laune an, weil ich möchte halt so ein bisschen unter der Woche meine Punkte sparen und die übrigen, ich habe ja immer so noch 35 Punkte zusätzlich, die ich noch gar nicht angefasst habe, fürs Wochenende. Da hole ich mir dann lieber mal einmal eine Pizza oder so. Da kann ich sogar 2, 3 Cheat-Gerichte manchmal sogar mit unterbringen. Man muss halt so ein bisschen mit seinen Punkten haushalten und ich bin am Anfang ehrlich gesagt lieber ein bisschen strenger als zu locker. Ein ganz wichtiger Punkt, den mir mein Coach Ingrid, Ingrid hat mir irgendwann mal den Tipp gesagt, so immer wenn man reinkommen möchte, tracke jeden einzelnen Punkt. Aus welchem Grund auch immer, fast nur dann, wenn man es wirklich ganz, ganz strikt trackt, dann funktioniert es am allerbesten. Und selbst wenn die Punkte drüber hauen in der ersten Woche, das ist einfach eine Umstellung, dann ist es einfach so. Gerade in Restaurants nutzen die dann halt gerne mal einen Schwenk mehr Öl und ein bisschen, einfach Fett ist ja ein Geschmacksträger. Also Essen schmeckt ja geil wegen Fett. Leider. Leider. Aber ich habe mir von vorgestern, hatte ich mir tatsächlich noch einen Salat mitbestellt. Der ist quasi ein Null-Punkte-Salat, wenn ich nicht das Dressing nehme vom Restaurant, denn, again, da ist auch wieder Mayonnaise drin, Öl ohne Ende wahrscheinlich. Ich habe ja mein eigenes Dressing gemacht, ein riesiges Null-Punkte-Essen. Ich habe mir tatsächlich noch 4 Eier gemacht. Ich habe schon echt Hunger gerade wieder. Ist ja auch schon 10:30. I don't know, ich kann nichts dafür. Das ist der Grund, warum ich Skier so liebe. Skier nutze ich einfach für alles. So vollmundig dafür, dass es 0 Punkte hat. Ich kann selbst nicht glauben, dass Skier 0 Punkte hat. Senf hat auch 0 Punkte. Das heißt, ich habe jetzt mein typisches Dressing gemacht mit Senf, ein paar Gewürzen, ein ganz kleines Schuss Süßstoff. So, jetzt habe ich aber Hunger. Noms. Meine lieben Freunde der Sonne, wir sind heute mal ganz, ganz crazy. Anstatt Banane und Erdbeere machen wir heute Mango ins Frühstück. Was mir noch einfiel bei WW, haben ja quasi Obst und Gemüse. Bei meinem Plan, ich bin ja der blaue Plan. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Obst und Gemüse hat da auf jeden Fall fast alles 0 Punkte. Aber gerade bei Obst wird eben empfohlen, einfach weil der Fruchtzucker drin ist und der ist auch nur in Maßen zu genießen, dass man so, ich glaube, 2 Portionen pro Tag sind empfohlen. Also es geht ja darum, dass man nicht 10 Bananen isst, just because you can. Was ich auch sinnvoll finde. Aber bei mir sind das, ich würde jetzt mal sagen, das sind im Schnitt 2 bis 3 Portionen Obst pro Tag. Und das wurde mir auch gesagt, dass Obst zum Frühstück ist eigentlich das Beste. Dadurch, dass der Körper das da am besten verarbeiten kann, am meisten mit anfangen kann. Und ja, ich schneide meine Mango immer so und nehme mir dann so einen Becher. Ich habe euch das schon mal gezeigt. So. Flup. Und dann kann ich das hier einfach nur schneiden. Okidoki. Das hier ist jetzt mein Essen. Yum. Mango ist einfach live, muss ich zugeben.
Okay, Frühstück war nice. Jetzt bin ich mehr als voll. Das war extrem viel Skier. Skier macht so satt. Ich wollte aber ganz kurz noch mit euch über eine Sache sprechen, und zwar über Bewegung. Bewegung ist auch ein wichtiger Teil von WW. Seit einer Woche nicht mal eine Apple Watch. Wer mir auf Instagram gefolgt ist, der weiß, was es für mich für ein großes Ding eigentlich ist. Denn diese Apple Watch habe ich mir quasi letztes Jahr schon selbst verdient. Ein Versprechen an mich selbst. Ich wollte eine bestimmte Kiloanzahl erreichen. Für mich ist es voll neu, dass man überhaupt seine Schritte trackt und so. Ich war auf jeden Fall tanzen und habe insgesamt auf jeden Fall 400 bis 500 Kalorien verbrannt, was ja erstmal extrem gut ist. Für mich ist Tanzen kein Sport, weil ich liebe Tanzen. Tanzen ist für mich eher ein Kopfsport fast schon, weil ich dann immer so die Routine hinkriegen möchte und so. Und dann vergesse ich irgendwie ein bisschen, dass ich mich bewege. Mega krass. Und dann am Mittwoch war ich zusammen mit der Marie spazieren. Ebenfalls eine Stunde. Wir sind 4 Kilometer gelaufen. Und da habe ich auch nochmal, ja, so 300 Kalorien verbrannt. Und motivierend finde ich es auf jeden Fall auch. Eigentlich ist es so krass, dass ich euch einfach so das zeige. Das hätte ich vor ein paar Jahren einfach nicht gemacht. This is... Ich muss sagen, aber selbst das Bloating hat stark schon abgenommen diese Woche. Ist halt auch einfach Haut. Darf man auch nicht vergessen. Hier sind wichtige Organe drin. Gerade wie Mädels haben überlebenswichtige Organe oder lebensbringende Organe. Zum Beispiel so einen komplett flachen Bauch. Der ist teilweise bei manchen Frauen anatomisch einfach unmöglich. Deswegen sollte man sich damit nicht vergleichen. Einfach Frauen sind awesome. Und können wie auch immer Babys in die Welt bringen. Das ist die Situation. So, das hier ist jetzt heute Resteverwertung. Zum Mittag gibt es einfach nur noch mal so Ofengemüse mit einem Klecks Skier und Sweet Chili Soße. Yum. Nothing too special. Kurz nach 160. Sehr erfolgreiches, spaßiges Training. Und jetzt bin ich am Arsch und es ist so heiß. Ich hoffe jetzt, dass euch der Vlog gefallen hat und die Woche, die erste Woche WW sozusagen. Und ja, sagt mir Bescheid, was ihr sehen möchtet, ob ihr sowas spannend findet. Und ihr könnt sehr gerne hier mal meine Playlist gucken, auch mit den ganzen WW-Sachen und Lipödem und so. Und hier meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.